Meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück zu Skate 2. Ich hatte eigentlich gesagt, ich habe irgendwas für euch vorbereitet. Das ist aber noch nicht der Fall. Ich möchte mich jetzt nochmal an ein paar Challenges wagen, die ich bisher nicht geschafft hatte. Und wir fangen hier an nochmal mit Lucas Puck Challenge, denn mit dem Taser Gap Nose Slide, ja, da weiß ich auch nicht, was in mich gefahren ist, warum ich da dachte, ich muss einen Nose Grind machen. Da steht ja auch ganz klar Slide, ne? Und ein Nose Slide ist halt was anderes, ne? Ich weiß zwar nicht, ob ich das deswegen schaffe, aber wir probieren es trotzdem nochmal. So, das ist das einzige Nervige, ich muss immer wieder mich zurücksetzen, denn ich fange an mit dem No-Slide auf der Seite, nein, und dann hätte ich nämlich, ich mache immer nur diese Board-Dinger, das ist halt nicht das Richtige, die sehen zwar toll aus, aber ist halt leider falsch, das ist auch so eine Sache, eigentlich hätte ich das erstmal ein bisschen auf Erm üben müssen, bis ich das irgendwann mal hingekriegt hätte. Aber ich würde euch ja eigentlich gerne auf dem Weg mitnehmen. Ja, ich muss so schräg anfahren, dass ich halt wirklich mit dem Tail oder mit der Nose da dran komme. Ja, weil ich schaffe es halt immer wieder, diese Board- und Lip-Slides zu machen. Aber genau die sind falsch. Ja, scheiße. Das ist nämlich an sich ziemlich einfach. Nur irgendwie halt auch nicht. Das ist das Problem. So, ich muss nämlich wirklich, also, ja, es ist halt sauschwierig jetzt zu erklären für alle, die jetzt auch nicht unbedingt genau wissen, was ich da machen muss. Ich muss halt mit der rechten oder linken Kante meines Boards, da eben nicht mit der Mitte, sondern eben mit der Kante, ganz normal Tailsliding, das mache ich ja eigentlich recht oft in dem Spiel, jetzt gelingt er mir aber natürlich gar nicht. Und der Unterschied ist einfach nur, dass ich das mit beiden Seiten machen muss. Das ist halt einmal Nose, ist einmal Tail. Tail mache ich halt meistens immer, weil ich mich immer so drehe, dass das Ende vom Board ist. Da, das war der Tailslide. Habt ihr ihn gesehen? Das war der Tailslide. Und jetzt hätte ich mich noch einmal 180 Grad drehen müssen und mit der anderen Seite das auf der... Oder, ja, nee, eben nicht 180 Grad drehen. Einfach nur rübergappen. Und dann wäre das ein Nose-Slide gewesen. Ja, und dann hätte ich es geschafft. Ja, wie gesagt, das ist einfacher gesagt als getan. Ich habe mir gedacht, ja, ich mache jetzt einfach mal 5 Minuten, probiere ich die alten Challenges. Oh, scheiße, ich habe versucht, noch schnell zurück zum Marker zu gehen, damit ich eben diese scheiß Countdown-Geschichte irgendwie skippen kann. Aber kann ich halt nicht immer. Ja, das ist natürlich auch nicht das Richtige. Ich werde das versuchen und versuchen und versuchen. Ah, es ist so nervig, wenn du ins Wasser fällst und dann mal wieder von vorne starten musst. Das ist, muss ich wirklich ehrlich sagen, das ist für mich der Motivationsbremser überhaupt, ne? Das ist keine Ausrede oder so, das ist wirklich einfach nur für mich wahnsinnig lästig. Das ist over Wily, over Crooks Combo eigentlich richtig fett, Mann. Ich habe extreme Probleme hier wirklich auf die Tail, mit der Tail drauf. Weiß nicht genau, woran das liegt. Aber letztendlich habe ich da Probleme mit. Ich weiß jetzt im Übrigen auch direkt wieder, was ein Reward ist. Ich habe mal wieder zu viel an Tony Hawk gedacht. Das tut mir wahnsinnig leid. Aber in dem Spiel ist das ja einfach nur das Board drehen. Tail, oh mein Gott, scheiße. Jetzt war es richtig gut. Das war der Tail. Ich hätte jetzt wirklich nur noch rüberflippen müssen in den Nose Slide. Ich weiß, es ist leichter gesagt als getan, aber... Ja, Lip in Lip ist natürlich auch zu... Also ich darf mich dann zum Beispiel nicht drehen. Da weiß ich auch noch nicht so genau, wie ich das eigentlich machen soll. Ob ich dann einfach rüberflippen soll? Ich bin mir noch nicht recht unsicher. Tiefflieger? Geht's noch? Oh, schnell noch den Marker gesetzt. Zurück zur Marke gedrückt. Ah, kacke, ey. Da den richtigen Winkel zu finden. Mann, scheiße. Ja, wie gesagt, ich habe mir gesagt, ich gebe mir ungefähr 5 Minuten pro Challenge und sollte ich die dann nicht schaffen, dann werde ich die nächste probieren. Ja, ist doch gut jetzt. Autsch.
sollte es nicht klappen, dann ist das halt so. Ja. Da kann man dann nichts machen. Der macht aber auch nicht das, was er selbst gesagt hat. Der macht auch Boards und Lipslides, ne? So ist es ja nicht. Ich weiß auch nicht, warum ich immer, genauso wie er, eigentlich auch immer diese Boards dazu mache, weil das halt einfach ist zu treffen, ne? Weil die Mitte des Boards ist immer super einfach. So, die 5 Minuten sind jetzt gleich rum. Ja, und dann stürzen wir. Nur ich stürze. Einen Versuch mache ich jetzt noch und dann werde ich die nächste Challenge angehen. Ach, Mann. Es ist ärgerlich, natürlich. Ja, und das ist halt wieder der Board Slide und Salad und genau. Ich sag mal, bis ich stürze einmal. Das dürfte eh recht schnell passieren. Ja, Board to Board ist auch natürlich nicht korrekt. Ja, das war's. Also, mit dieser Challenge habe ich immer noch Probleme. Die lassen wir also so stehen. Es ist schade, aber es ist so. Muss ich halt wirklich dazu sagen, es ist wirklich schade. Ich weiß nicht, ob ich da noch irgendwie... Da, habt ihr ihn gesehen? Da war der Nose. Da war der Nose. Genau so hätte ich den machen müssen, aber das war halt jetzt anders. Jetzt unbedingt Kreativität rockt. Das muss ich jetzt nochmal machen. Muss nur noch das mit dem No-Comply hinkriegen. Dass ich pushe und sofort den Ollie mache. Das ist für mich noch, glaube ich, das Schwerste. Ich hatte da irgendwie wahrscheinlich ziemlich viel Glück. Weil den Revert mit dem Shuffle, das ist kein Problem. Das zeige ich euch gleich. Ich muss es ja nicht in der Combo schaffen. Das ist ja super wichtig. Mal gucken, ob wir das irgendwie auch langsam hinkriegen. Und dann muss ich mir nur noch mal merken, wie das mit dem Footplant war. Da, das, was er gerade gemacht hat, das war der Revert. So. So, das ist er, das ist er, das ist er. Scheiße. Geht zum Marker. Scheiße. Ich probiere... Weil das habe ich eigentlich drauf. Also das kann ich schon irgendwie. Ich muss mit dem vorderen Fuß pushen. Jo. Nein, oh fuck. Oh scheiße. Das Problem, was ich wahrscheinlich... Aber wie gesagt, ich kann mir da Zeit lassen. Ich kann mir da super Zeit lassen. Mal gucken, ob ich es nochmal hinkriege. Ja. Ja, oh mein Gott, jetzt muss ich nur noch das Ende schaffen. Und dadurch, dass ich das nicht verkacken will, schiebe ich mir das Teil jetzt hier nochmal ein bisschen näher. Und bitte, bitte, bitte verkack's nicht. So viel näher kann ich es nicht schieben. Oh, beten wir, ich mache jetzt das Richtige. Beten wir, ich mache jetzt das Richtige, weil das ist echt klasse, was ich jetzt hier gemacht habe. Revert und Shuffle, komm, jetzt nur noch der Footplant in der Mülltonne. War es die X-Taste? Oh, ich trau mich nicht. Ich trau mich nicht. Ich trau mich nicht. Es wird so schief gehen. Nein. Ich überlege jetzt eigentlich gerade, tatsächlich das zuerst zu machen. Weil das für mich definitiv am schwersten ist. Ah, seht ihr, den will sie da schon machen, aber jetzt, ich befürchte sogar fast, dass das ein Fehler war, dass ich die so weit vorgeschoben habe, ne? Ich glaube, das war sogar ein Fehler. Ja, natürlich. Weil ich glaube, ich springe tatsächlich zu weit. Das klingt komisch, ist aber so. So, könnt ihr euch jetzt bitte, bitte da mal verpissen? Müsst ihr da unbedingt genau da fahren, wo ich fahren muss? Super nervig. Das heißt, einfach müssen... Früher abspringen. Ja, nee, ich habe einen Fehler gemacht. Ich hätte... Das machen wir anders. Ich hätte das tatsächlich nicht schieben dürfen. Das war schon korrekt. Ach scheiße, wenn ich die Challenge abbreche, ist das Zeug nicht da. Okay, ja, dann mein Fehler. Ich dachte, das Ding ist da immer und ich kann es jetzt schon mal zurechtschieben. Aber dann müsste es jetzt eigentlich wieder korrekt sein, wenn ich die Challenge eh nochmal gestartet habe. So, das ist im Übrigen nicht ganz so der Revert, aber so von der Idee her hat es schon gestimmt. So, mal sehen, ob ich das jetzt hier nochmal schaffe. Das hat ja eigentlich ja recht gut geklappt. Ja, dann macht er auch. Ja. No comply. Dann drehen.
Shove it? Oh mein Gott, das ist gut. Das ist... Hau ab, Mann. Das ist richtig gut. Das ist richtig gut. Komm schon jetzt. Na... Ich lande nicht richtig auf dem Teil. Scheiße. Die Challenge schaffe ich. Ich schwöre bei Gott. Dir nix 5 Minuten. Die Challenge schaffe ich jetzt. Oh, ärgert mich das. Noch früher abspringen? Nee, ich treffe diese Mitte von dieser Kack... Mülltonne nicht. Oh, meine Herren, ey. Ich treffe das nicht. Ich werde das echt zuerst machen müssen, weil das für mich das Schwierigste ist. Wow. Das hat geklappt, das hat gezählt. Willst du mich verarschen? Echt jetzt? Okay, das ist mir doch wurscht. Und das Spiel sagt, du hast es geschafft. Oh, jetzt hatte ich kurz Schiss, dass ich hier baile, ne? So. Jetzt kriegen wir das bitte noch hin. Ja. Ja. I'm done. I'm done. Ich hab's. Ich hab's. Das war nicht ganz so, wie es hätte sein sollen, aber das ist mir jetzt ziemlich egal. Oh, geil, Mann. Ich hätte das, den Footplan natürlich auf die Mülltonne machen müssen. Das ist mir natürlich bewusst. Aber sind wir mal ehrlich. Das ist jetzt auch schon wurscht, oder? Okay. Sehr geil, wir haben es geschafft. Was ist hier? Hier ist... keiner. Spot? Ach, die Bushaltestelle. Nee, 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 nee. Das will ich gar nicht machen. Jetzt will ich, was war das hier? Das ist neu. Das ist neu. Die Straße ruft. Das kenne ich noch gar nicht. Dann probieren wir noch eine neue Challenge jetzt. So, mein lieben Freunde, das waren Ladezeiten. Die Straße ruft, hallo. Die Rob Diedrak Challenge. Diedrak bringt dich beim Workshop unter, wenn du ihm beweist, dass du Street bist. Also beweist es ihm. Mach einen Flip-Trick to Ledge, Grind, Nolly to Table Grind und 360 Flip. Ja, gut. Du musst dich steigern, und zwar jetzt. Table Grind. Ich muss jetzt hier erstmal was wegmachen und dann reden wir weiter. Also ich kann mir das natürlich schon mal angucken, aber ich glaube, hier werde ich ja dann sowieso erstmal... So, das war Nummer 1. Dann Nolly to Table Grind. Das sollte auch kein Problem sein. Vorausgesetzt, meine Nollys klappen mal. Was war da gerade? Nolly auf den Tisch gemacht? Ich muss jetzt erstmal da hinten laufen, meine lieben Freunde. Das ist, sonst wird das gleich nämlich ziemlich frustig. Nolly to Table Grind. So. Ja, und dann muss ich nämlich erstmal was wegmachen. Ach nein, über die Habe. Ich muss das gar nicht wegmachen. Scheiße, jetzt habe ich das zu spät gerafft. Über die Habe. Jetzt muss ich nur nochmal wissen, wie ich den 360 Flip mache. Das muss ich nochmal nachlesen. Ich hab's nicht im Kopf. Ich meine, das war eine Links-Rechts-Links-Kombo. Der 360 Flip. Nee, das war nur so nach rechts. Okay. Das bedeutet so. Oh, warte. Nein, das ist der Varial. Das ist der 360 Shove It. Das ist er. Alles klar. So, schauen wir mal, ob wir das hinkriegen. Ach, guck mal, die sofort verbockt, wenn du einen Fehler machst. Alles klar. Es geht nur um den 360 Flip. Den muss ich hinkriegen. Das ist das Einzige, was schwierig ist. So. Nolly, und jetzt kommt der Flip. Klar. Oh, geil, darf ich mir jetzt wieder die ganzen Bales anhören? Oh, ich freue mich schon. Ja, der 360 Flip ist alles, was wir jetzt eigentlich nur noch hinkriegen müssen. Das ist an sich aber auch kein Problem. So, jetzt machen wir erstmal den Nolly to Grind.
Und dann müsste ich nur noch... Schade, fast. Ich krieg den hin. Aber die ersten zwei Sachen sind nicht sonderlich schwer. Ich habe am Ende vielleicht nochmal Probleme. Ich kann ihn natürlich nochmal ein bisschen trainieren. Das ist ein Varial Kickflip. Das ist ein 360 Flip. Na, ich habe den schon drauf. So ist es nicht. Also ich kann den schon. Kein Nolli auf den Tisch gemacht. Ja, also theoretisch ja schon, aber gut, er sei jetzt mal dahingestellt. So, schön immer den Double Kickflip drauf machen, das ist easy. So, und jetzt halt bitte nicht verkacken. Oh mein Gott. Hätte natürlich der 360 Flip sein können. Wie gesagt, ich kann den. Soll ich es nochmal zeigen? Warte, das war Nolli. Nein. Da. Mann. Weil Varial Kickflip so ähnlich geht. Das ist dann natürlich ultra nervig. Wenn ich jetzt am Ende gleich den falschen Move mache. Jo, da habe ich mich jetzt natürlich ein bisschen vertan. Kacke. Okay, der letzte Move. Der wird mich ein bisschen nerven, vielleicht noch kosten. Vielleicht auch nicht. Eric kosten? Was? Nein, Spaß. Meine Freunde, wir kriegen das hin. Kein Problem. Ich fass es nicht. Das war der 360 Flip und das war eine Bank. Da hat mich gerade eine Bank tatsächlich zum Stürzen gebracht. Das macht mich ein wenig traurig. Das ist ein sehr geiler Blunt-Slide, was im Übrigen auch als Tail-Slide gelten würde. Oh, Mann. Und jetzt schaffe ich wieder den 360-Flip nicht. Es ist nicht einfach. Ich weiß, es sind unfassbar viele Skate-Profis unter euch, die das seit Jahren spielen. Und das ist auch ganz toll, dass ihr das alle besser könnt. Was? Kein Flip-Trick? Achso, das war einfach nur ein Olli. Aber ich kann es nicht. Ihr müsst mir ja nicht zugucken, wenn es euch so wehtut. So, dann machen wir wieder den Double Kickflip. Dann fühle ich mich sicher bei. So, komm, jetzt einmal den 360 Flip. Wir können das. Wir können das. Oh mein Gott. Oh, war das ein Bale? Bale.com? Christian Bale? Bale die Bale? Ja. Es war ein Bale. Bist du jetzt glücklich? Ich hoffe, du bist glücklich. So, jetzt hat aber. Mann. Ich bin dann immer zu schnell. Ich bin dann zu nervös am Stick. Wenn ich sehe, dass ich die ersten beiden geschafft habe, dann bin ich zu nervös am Stick. Weil wenn ich das nämlich nicht mache, also wenn ich weiß, was ich tue, na, dann kann ich den 360 Flip. Es tut mir leid, ich kann es. Wow. Okay, und drüber. Ich beherrsche das. Es ist dann nur die Aufregung am Ende, wenn du weißt, jo geil, die ersten zwei sitzen. Und dann, ja. Und dann bist du ganz nervös. Das passiert schon mal. Dankeschön. Ich kann es doch. Ich kann es doch. War ich da froh, dass ich da irgendwie durch die drei Typen durchgepasst habe, ne? Und da ist er, der 360 Flip. Denn habe ich sofort gewusst, das passt. Das habe ich mich sofort gut gefühlt und wusste, yo, das ist es, Mann. So. Ja, dann würde ich sagen, schmälern wir diese Karte ja doch so langsam mal. Es geht schon so. Das wird wahrscheinlich so eine Sache sein, die wir überhaupt nicht hinkriegen. Das wird mit ein bisschen Übung gehen. Das weiß ich eh noch nicht, wie ich das mache. Und was ist eigentlich mit dieser Scheiß-Girl-Challenge? Das wird auch nochmal ein Ticken schwieriger, meine lieben Freunde. Ich gucke gerade mal, lass mich nicht lügen. Nein, in der nächsten Folge probiere ich wahrscheinlich entweder das Rennen oder nochmal Buchstabiere Girl. Und in der 30. Folge lasse ich dann krachen. Bis morgen.